Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ultima 6. So, wir haben in der Bibliothek gelesen, dass man in Minok auf jeden Fall mal einen Heißluftballon gesehen hat und dass es hier einen Kesselflicker gab, der damit was zu tun hatte. So, wir sind in Minok und werden jetzt hier mal jeden nach Banon fragen. In der Hoffnung, dass hier irgendjemand was sagen kann, weil ich kann mich hier an den Uhrmacher erinnern, an die Korbflechterin und an den Schreinertyp, aber ansonsten, aber wir werden schauen. Wir fragen zuerst mal den Schreiner. Der kann nichts zum Thema Ballon sein. Okay. Es wundert mich, dass sich keiner über unseren Gargoyle wundert. Aber ist okay. Nee, Quatsch. Obo müssen wir. Und dann war doch irgendwo auch die Chefin von dem ganzen Laden. Ja, ich glaube, hier hat die Chefin gewohnt. Genau, sie da. Isabella. So, kannst du uns was zu einem Ballon sagen? Ah, diese Geschichte wird euch interessieren. Der Ballonfahrer verließ uns mit einer wichtigen Aufgabe und kehrte nie zurück. Selganor sollte euch darüber mehr erzählen können. Selganor, Selganor. Selganor? Ah, ich glaube, das war der Gildenoberste, für den wir die Flöte gemacht hatten. Okay. Sagt, ist es wahr, dass ihr selbst einst mit einem Ballon gefahren seid, Avatar? Laut Buch, ja. Es muss wunderbar sein, durch die Wolken treiben zu lassen zu können. Hä, was? Es muss wunderbar sein, sich durch die Wolken treiben lassen zu können. So wird dann Schuh draus. So, aber welche Aufgabe hatte dieser Ballonfahrer? Ja, fragt Selganor. Okay. Wir haben einen Hinweis zum Ballon. Wahnsinn. So, Selganor lebt doch, glaube ich, hier nebenan. Da drin müsste er wohnen. Reinspaziert. So. Du bist Selganor, genau. So, dann fragen wir dich mal zum Thema Ballon. Oh, sucht er den Mann, der den Ballon erfunden hat? Er schaut nach oben und reibt sich nachdenklich das Kinn. Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Er flog zu Suteks Schloss. Sagte etwas von einer großen Aufgabe, die er dort zu erledigen hätte. Ja genau, das hat deine Kollegin auch schon gesagt. Aber wer ist Sutek? Sutek lebt auf einer Insel sehr weit im Süden. Östlich von Serpent's Hold, südöstlich der Piraten. Und wahrscheinlich westlich der Insel des Avatar, denn dort ist eine Insel, ziemlich wüstig, gebirgig und da ist so eine Festung drauf eingezeichnet. Okay, wir haben einen Anhaltspunkt, wir haben einen Anhaltspunkt. Wir haben einen Anhaltspunkt und müssen wieder Schiff fahren. Oh Mann. Es war eine Freude, mit euch zu plaudern. Ja, ganz meinerseits. Okay. Wir wissen, wo wir hin müssen. So, unser Boot liegt vor New Magincia. Also zwei links vom Avatar. Ich freue mich schon aufs Navigieren. So. Zack, benutzen. Zack. So. Ich hoffe mal, dass ich hier unseren Kahn gelassen hatte. Bin mir da relativ sicher. Da liegt unser Kahn, genau. So, benutzen Kahn. So, dann brauche ich jetzt die Karte. So, wir sind auf New Magincia. Genau, wenn wir jetzt komplett geradeaus, also nicht geradeaus, nach Süden fahren, müssten wir auf die Insel kommen. Alles klar. Das kriegen wir hin.
Vielleicht noch einen Ticken nach Osten, just in case. So, dann sollten wir auf die Insel stoßen. So, die Spannung steigt. Schauen, ob irgendwo sich die Wellen verändern. Zur Not lernen wir das Ende der Karte kennen. Da war ich ja in der Pause schon mal gewesen. Habt ihr nichts Großes verpasst. Ist einfach die Karte zu Ende. So, dann schauen wir mal, ob es hier irgendwo einen Landungssteg gibt, an dem wir einfach anlegen können und dann zu Zutec gehen. Aber wenn der Ballonfahrer nie zurückgekehrt ist, was hat ihn aufgehalten? Ist er gestorben? Will man das wissen? Ich glaube, wir werden es rausfinden. Werden wir angegriffen? Das sind Hasen. Wir werden wirklich von Hasen angegriffen. Okay. Wir töten kleine Bunnies. Warum? Besten nicht drüber nachdenken. War's das? Komm, Hasi. Ich glaube, wir haben die Hasis ausgerottet. So, da ist eine Tür. Die ja verschlossen ist. Wir versuchen zuerst mal die Tür ganz zu lassen und versuchen es mal mit einem Dietrich. Da sind unsere Dietriche, nutzen keinen Effekt. Also brauchen wir entweder einen Schlüssel oder rohe Gewalt. Dann versuchen wir mal die rohe Gewalt. Explosion. Zack. Jo, rohe Gewalt war die Lösung. Hoppla. Ah, okay, das ist jetzt der Might and Magic Klassiker. Hat das Krokodil zwei Enden? Irgendwas ist hier strange. Aber ja, da Telekinese und so. Wo sind wir gelandet? Zack, das hat funktioniert. Okay. Das ist eine... die Kuh hat auch irgendwie zwei Enden. Zweimal vorne oder wie auch immer. Zwei Köpfe. Hier muss es weitergehen. Das werde ich jetzt einfach mal behaupten. Ein dekoratives Schwert. 0,6 Steine richtet 4 Punkte Schaden an. Was du suchst, findest du nichts. Kann man an dem Schwert ziehen? Unbenutzbar. Du suchst und findest nichts. Hier muss es weitergehen. Kann man hier einfach durchmarschieren? Nein, kann man nicht. Dekorativer Schild, unbenutzbar. Findest nichts. Aber wenn es hier eine Zugbrücke gibt und wir die Tür aufsprengen mussten, muss es hier doch irgendwo weitergehen. Das ist eine Mauer. Mauer. Mauer? Wenn es eine Geheimwand wäre, würde es da stehen. Die Folge fängt ja gut an. Schieben? Dekoratives Schwert dahin? Blockt.
Ja, immerhin habe ich das Schwert von der Wand bekommen. Hilft uns das? Dann hätte ich es wahrscheinlich auch gleich nehmen können. Wir wollen ja keinen Diebstahl. Ja, den Schild kann ich auch verschieben. Wandhalterung. Kann ich die nochmal verschieben? Mit. Schieb mal bitte den Schild wieder zurück, was scheinbar nicht geht. Ja, dann nimm halt mal das Schwert. Ja, das war jetzt stehlen. Ja, Spiel, ich will ja weiterkommen. Benutzen, Wandhalterung, nicht benutzbar. Schieben, Wandhaltung nach Süden. Ja, die kann man auch verschieben. Schieben ist nie Diebstahl. Aber wir schauen mal raus bei die Tiere. Hallo Moos, da kommen wir nicht hin. Hi Kroko, das greift auch an. Okay. Das ist ein Alligator. Irgendwas stimmt auf dieser Insel nicht. Oder vielleicht hat es auch irgendwas mit der Leere da unten zu tun. Vielleicht muss man sich dort reinstürzen, um hier irgendwie weiterzukommen. Oder da um die Ecke geht es wohl noch weiter. Kampfmoos mal aus. So, da ist nichts. Da geht's noch super weit. Was war das? Ich habe irgendwas pfeifen gehört. Und uns fehlen auch ein paar Leute. Was ist das? Hi Kühe, die uns auch angreifen. Sehr schön. Und lassen noch nicht mal Loot da in Form von Steak oder so. Doch. Ist das Steak? Fleischportion. Können wir die mitnehmen oder ist das Diebstahl? Die können wir mitnehmen. Alles klar. Wir haben eine Essensquelle gefunden. Was pfeift da die ganze Zeit? Kuh ist tot, hat keinen Loot dagelassen. So, Kampf beenden. Ach, da ist Shamino, der hat scheinbar auch eine Kuh umgelegt. Da in der Festung war der Rest von unserer Mannschaft. Wieso kämpft ihr noch? Ich habe eigentlich den Kampfmodus beendet. Fackel abgebrannt. Irgendwas ist hier ganz strange. Ich habe ein Deko-Schwert geklaut. Das kann man auch keinem erzählen. Und es wird dunkel. So, hier waren wir noch nicht weiter gucken. Kann ich von hier aus mit Jana die Fackel anmachen? Ja. Jana ist wo auch immer. Aber ihr Fackellicht reicht bis hierher. Und das Spiel hat irgendwelche Probleme. Da ist nichts. Vielleicht, dass hier eine der eins der Mauerstücke. Hi, Kroko. Vielleicht eine Geheimtür ist. Moment, Kampfmodus. Mal wieder die Kokos tot.
Aber das wird dann wieder viel Sucherei, bis ich da jede Wand abgeklickt habe. Weil ansonsten, wir können halt auch drin mal noch versuchen, wo das dekorative Schwert war, dort mal noch die Wand aufzuspringen. Aber wenn es so eine riesen Brücke gibt, dann muss es doch, das muss doch dann der Haupteingang sein, oder? Wie seht ihr das? Könnte man so interpretieren. So, Kampfmodus beenden. Hier ist sonst nichts. Jetzt machen wir einmal komplett rum. Ach, die Hasen greifen wieder die Leute an. Hier fühlt man sich nicht wohl. Vor der Tür haben wir noch nicht weiter geschaut. Na gut, dann auf die Hasen mit Gebull. Ja, kümmert ihr euch mal um die Hasen? Der Avatar schaut mal weiter. Hase ist tot, ja. Kuh ist tot. Also Sutek ist mir jetzt schon suspekt. Ich wollte gerade sagen, das Spiel läuft wieder normal, aber nein. Hase ist tot. Hase ist tot. Wir töten gerade Generationen von Hasen. Ich glaube, ich muss wieder Pfeile kaufen, bis wir hier fertig sind. Ah, sei es drum. Wir haben noch Geld. Also Diana hat 100... Der Hase war nicht tot. Hat 193 noch... Und ich glaube, noch irgendjemand hat Gold in den Taschen. Die Alligatoren sind wieder da. Also es muss da hinten irgendwo weitergehen. Aber wie? Hi, Shamino. So, Jungs und Mädels, jetzt ist auch mal gut. Unendliche Leere. Kann man da reinhüpfen? Nee, kann man nicht. Verändert sich was, wenn wir die Zugbrücke wieder hochziehen? Jungs, könnt ihr euch mal bitte sammeln? Auch du da draußen? Geht das? So, ignoriert mal den Alligator. Und dann machen wir mal benutzen das da. Kann Zugbrücke nicht schließen, weil wahrscheinlich irgendwelche Menschen da drauf stehen. Oder ist hier irgendwas Unsichtbares? Ich habe ja mal sichtbar machen gekauft. Aber glaube ich nur für Personen. Wegen den Dämonen. Ich glaube, das für Objekte habe ich nicht gekauft. Oder? Doch, Magie aufdecken. Kann nichts schaden. Auf was? Geheimtür! Schaka! Aber ich hatte das doch vorhin schon angeguckt. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Aber wir kommen weiter. Wir haben nur ein Schwert gestohlen. Hier entlang. Lass mich raten, da steht auch hier entlang. Da steht auch hier entlang. Sehr schön, wer hätte es gedacht. So, möchte ich zum Skorpion oder zur Ameise? Keine Ahnung, wir gehen zur Ameise. Die vergiftet, glaube ich, nicht. So, also bauen wir jetzt erstmal ein Negierefeld. Zack. Radapritzel. So, nochmal Kampfmodus, auf was auch immer ihr da unten schießt. So, Riesenameise. Jungs, hier oben spielt die Musik. Ach, wieder Alligatoren, okay.
Alligator tot? Ja, die Ameise lebt noch. So, kritisch. Muss der Avatar dann alles alleine machen. So, Ameise tot. Kampf beenden. Bitte sammeln. Danke. Kommt ihr mit? Die Herrschaften baden. So. Es war eine schwere Geburt, aber sie ist geglückt. So, zwei verschlossene Türen. Dann machen wir die mal auf. Gut, dass ich ganz viele Reagenzien gekauft habe. So, zack. Hallo, Kuh. Lecker Steak. Zack ich doch. So, das war mal eine Sackgasse. Oder es gibt Geheimtüren, das kann auch sein. Wäre nicht die erste. So, dann machen wir mal noch hier auf. Lecker Kroko. So, Alligator schwer verletzt. Immer noch schwer verletzt. Kritisch, sehr schön. Okay, wir suchen nach Geheimwänden. Vielleicht muss man auch wieder dieses magische... Hätte ich das mit dem magischen Aufdecken machen müssen? Oder hatte ich einfach nicht richtig geschaut? Wenn ich jetzt auf gut Glück hier jede Mauer muss magisch begucken, dann sind die Reagenzien auch ratzfatz wieder weg. Sehr schön. Das da war nur normales Gucken. Kampfmodus. Vielleicht will ja jemand helfen. Dankeschön. So, wie kommen wir jetzt hier durch? Unbenutzbar. Gibt es hier auch wieder einen Geheimgang? Nein. Oh, Hydra, alte Bekannte. Also hier war keine Geheimtür. Vielleicht sind wir auch in die falsche Richtung gelaufen. Genau, das weiß man nicht. Dann gehen wir noch zum Skorpion schauen. Negiere Feld. Das da. Kampfmodus. Ran da. Bitte nicht vergiften. Wo willst denn du schon hin? So, schwer verletzt. Kritisch. Aua. Immer noch kritisch. Tot. Sehr schön. Irgendjemand. Jana schießt durch das Fenster auf die Kuh. Lass das mal bitte. So. Es entwickelt sich eine gewisse Symmetrie in diesem Dungeon. Wir müssen jetzt wirklich so viele Türen hier aufschließen. Ja, findest nichts, okay. Dann muss das wohl. Mag ich öffnen. Eine Kuh. Komm her, Steak. Lecker Steak. Oh, One-Hit-Kuh. Dann nimm mal das Steak.
und schau mal hier. Ein Alligator. Und die Gruppe ist irgendwo. Wenn jetzt ein Drache kommt, haben wir ein Problem. So, wenn es hier eine gewisse Symmetrie gibt, dann bringt es wahrscheinlich nichts, wenn wir das, die Tür daneben an aufmachen. Aber das muss nicht stimmen. Ja. Wir machen die Tür mal auf. Mag ich öffnen. Zack. Benutzen. So. Kroko hauen. Kroko kritisch. Aua. Kroko tot. So. Sieht genauso aus wie auf der anderen Seite. Und wieder nichts. Muss man da wieder magisch entdecken machen. Ja, wir müssen in die Pause. Ja, keine Ahnung. Wir werden sehen. Bis gleich.